Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der deutschsprachigen Khan Akademie. Ich zeige dir in den nächsten zwei Videos, wie du ganz einfach Zinseszinsberechnungen anstellen kannst. Das zeige ich dir im ersten Video und im zweiten Video zeige ich dir dann, wie du Zinseszinsen auch ganz einfach ohne komplizierte Berechnungen schätzen kannst und das sehr genau. Also das Thema für die nächsten beiden Videos sind Zinseszinsen. Und mit denen kommst du spätestens dann in Berührung, wenn du ein Bankkonto öffnen möchtest, also wenn du ein Sparkonto zum Beispiel öffnen möchtest. Daher würde ich vorschlagen, wir schauen uns genau dieses Beispiel an und nehmen an, ich bin eine Bank und biete dir auf deine Sparanlagen 10% jährlich. Also bei Anno, was so viel heißt wie jährlich, und vielleicht siehst du es ja in deinen Angaben so angeschrieben. Du auf der anderen Seite hast 100 Euro zur Verfügung, die du gerne anlegen möchtest. Ich tue mir bei Zinseszinsen immer sehr einfach oder sehr leicht, wenn ich mir das kurz anhand eines Zahlenstrahls überlege. Je mehr Übung du mit Zinseszinsrechnungen hast, desto weniger notwendig wird es auch sein und irgendwann mal wirst du es nur noch mathematisch anschreiben. Aber für jetzt zeichne ich das Ganze auch einmal mit einem Zahlenstrahl auf und ich würde vorschlagen, wir betrachten uns 3 Jahre, sollte reichen, und im Jahr 0 passiert noch nichts Aufregendes, mit Ausnahme, dass du 100 Euro auf dieses Bankkonto einzahlst. Was passiert im ersten Jahr? Also, nach dem ersten Jahr, du möchtest natürlich wissen, wie viel Geld habe ich nach einem Jahr, also unter Berücksichtigung der 10% Zinsen, wie viel Geld habe ich jetzt auf meinem Sparbuch? Nichts einfacher als das. Wir schreiben sozusagen dein Startkapital an, mit dem du sozusagen ins Jahr gestartet bist. Rechnen 10% Zinsen hinzu und 10% von 100, also 10% von diesem Startkapital, sind weitere 10 Euro. 10% von 100 sind 10 und das ergibt insgesamt 110 Euro, die du nach einem Jahr auf deinem Bankkonto hast. Da ist noch nichts Aufregendes passiert. Hier sind noch nicht einmal Zinseszinsen im Spiel. Die kommen erst ab dem zweiten Jahr. Daher schlage ich vor, wir schauen uns dieses gleich an. Sehr viel interessanter ist das erste Jahr. Und was du aber beachten musst, ist, dass du ins zweite Jahr, also im zweiten Jahr, nicht mehr nur diese 100 Euro hast, sondern du startest ins zweite Jahr mit diesen 110 Euro. Also mit denen startest du ins zweite Jahr. Und diese 110 Euro, ganz kurz, setzen sich zusammen aus dem 100 Euro Startkapital und den bis jetzt erwirtschafteten Zinsen in der Höhe von 10 Euro. Das ergibt insgesamt 110 Euro, mit denen du ins zweite Jahr startest. Und ich schreibe es auch gleich an, also 110 Euro, mit denen startest du. Und auch im zweiten Jahr bekommst du die versprochenen 10% Zinsen, die wir hier dazu zählen. Und 10% von 110 Euro sind 11 Euro. Und insgesamt hast du damit 121 Euro auf deinem Bankkonto. Also bereits nach 2 Jahren hast du, bist mit 100 Euro gestartet und nach 2 Jahren hast du schon 121 Euro, also 21 Euro mehr auf deinem Bankkonto und das allein durch Zinsen. Und wenn wir uns das genau ansehen, dann wirst du auch gleich sehen, dass wirst du auch gleich den Zinseszinseffekt sehen. Im ersten Jahr war der Zinsanteil so hoch, 10 Euro. Im zweiten Jahr haben wir weiterhin, also wir bekommen jedes Jahr nur 10% Zinsen, aber im zweiten Jahr ist das sehr viel mehr, nämlich um 1 Euro mehr. Also im ersten Jahr hast du 10 Euro erhalten an Zinsen, im zweiten Jahr bereits 11 Euro. Und genau das ist der Zinseszinseffekt. Du erhältst nämlich nicht nur auf deine Starteinlage, die in dem Fall 100 Euro sind, Zinsen, sondern du bekommst auch Zinsen auf die bereits erwirtschafteten Zinsen, also in dem Fall von den 10 Euro, die du im ersten Jahr erwirtschaftet hast. Und im dritten Jahr wirst du dann, wenn wir uns das ansehen, wirst du dann auch Zinsen auf die Zinsen erhalten, die du im ersten und im zweiten Jahr erwirtschaftet hast und so weiter. Also das dritte Jahr. Und
Nochmal zur Erinnerung, ins dritte Jahr starten wir mit den 121 Euro. Falsch dargestellt. Ins dritte Jahr, verwenden wir die richtige Farbe, starten wir mit den 121 Euro, sprich die 121 Euro. Das geht auch schöner. Die 121 Euro als Start ins dritte Jahr. Zu denen kommen noch 10% dazu und 10% von 121 sind 12,10 Euro. Das ergibt insgesamt 133,10 Euro nach dem dritten Jahr. Und wie versprochen, der Zinsanteil hat sich hier erhöht von 11 Euro im zweiten Jahr auf 12,10 Euro im dritten Jahr. Und das ist der Zinseszinseffekt. Mit dem Wissen kannst du bereits Zinseszinsrechnungen anstellen, einfache Beispiele auch lösen. Das geht grundsätzlich einmal so weiter. Also wenn du das vierte Jahr ausrechnen möchtest, kannst du das gerne so weiter fortführen und das Ergebnis fürs vierte Jahr ausrechnen. Was aber, wenn ich mir jetzt das Ganze fürs 20. Jahr ausrechnen möchte. Also eine Möglichkeit wäre, diesen Zahlenstrahl und die Berechnung, wie wir es bis jetzt angestellt haben, für 20 Jahre fortzuführen. Aber da gibt es auch noch einen einfachen Weg, einen mathematischen Weg, den ich dir gerne zeigen möchte, sodass du mit einer sehr einfachen Rechnung dir das ganz unkompliziert für 20 Jahre ausrechnen kannst. Ohne die ersten 19 Jahre davor sozusagen so ausrechnen zu müssen, wie wir es hier gemacht haben in diesem Beispiel. Das Einzige, was wir dazu machen müssen, ist, das, was wir bereits angeschrieben haben, leicht umzuformen. Fürs erste Jahr ändert sich nicht viel. Wir starten mit den 100 Euro. Allerdings, anstatt jetzt die 10 Euro, 10% von 100, die 10 Euro so absolut anzuschreiben, rechnen wir mit einem Zinsfaktor, also mit dem multiplizieren wir. Und das ergibt 110 Euro. Also das ergibt dasselbe. Und wie komme ich auf diesen Zinsfaktor 1,1, mit dem wir multiplizieren? An sich recht einfach. Dahinter steckt folgende Überlegung, dass wir, egal mit was du startest, also 100% auf das Gesamte, mit was du startest, in dem Fall 100 Euro, aber grundsätzlich 100%, auf das habe ich dir weitere 10% versprochen. Und wenn ich dir 7% versprochen habe, müssten wir hier 7 dazu rechnen. Aber ich habe dir 10% versprochen. Daher bekommst du, also das, was du einzahlst, die 100% ist nach einem Jahr 110 Euro wert. Und ich mache da hier einen kleinen Stern, weil das als Bruch ist ein 110 Hundertstel und 110 Hundertstel ist als Dezimalzahl 1,1. Ja, und so kommen wir auf diesen Zinsfaktor. Und merken, dass sich im ersten Jahr gar nicht so viel ändert. Im zweiten Jahr sehen wir dann die Vereinfachung. Ich schreibe das aber fürs erste Jahr in derselben Farbe an. Also das ist der, weil das also dass der Teil dieser Rechnung ist, der sich aufs erste Jahr bezieht, die 100 mit dem das Startkapital mal den 1,1, das ist der Zinsfaktor. Ich setze sogar in Klammern, obwohl das nicht nötig wäre, aber um sicher zu gehen, um das hervorzuheben, das ist das, was sich aufs erste Jahr bezieht. Und im zweiten Jahr bekommen wir auf all das, was wir nach diesem ersten Jahr erwirtschaftet haben, nochmal 10%. Das heißt, ich schreibe einfach nochmal diesen Zinsfaktor an. Und das ergibt die 121 Euro. Ihr könnt, also du kannst es gerne auch im Taschenrechner nachprüfen, nachrechnen. Du wirst auf die 121 Euro kommen. Und hier ergibt sich aber eine vereinfachte Schreibweise, weil 1,1 mal 1,1 ist nichts anderes als 1,1 zum Quadrat. Ja? Und das ergibt auch die 121 Euro. Schauen wir uns das Ganze einfach fürs dritte Jahr an. Ich denke, dann wird das Ganze noch klarer. Und ich bleibe bei den jeweiligen Jahresfarben und schreibe sie in den ersten Schritt eher detaillierter an. Also, das ist der Teil der Berechnung, der sich aufs erste Jahr bezieht. 100 Euro Startkapital plus 10% als Zinsfaktor hingeschrieben, also mal 1,1.
Das ergibt dann ein gewisses Ergebnis, oder wir wissen, es ergibt 110 Euro, mit dem wir ins zweite Jahr starten. Und im zweiten Jahr erhalten wir auf das Kapital, mit dem wir ins zweite Jahr starten, weitere 10% Zinsen, die ich wieder als Zinsfaktor anschreibe. Und fürs dritte Jahr führen wir das Ganze einfach sofort fort. Wir erhalten nämlich auch auf das, was nach diesem zweiten Jahr rauskommt, wir wissen, das sind 121 Euro, auf das erhalten wir weitere 10% Zinsen. Und das ergibt die 133 Euro und 10 Cent. Und jetzt macht sich das Ganze auch bezahlt, weil wir sehen, wir können das sehr vereinfachen. Das ist nichts anderes als 100 Euro mal den 1,1 hoch 3. Also 1,1 mal 1,1 mal 1,1 ist 1,1 zur dritten Potenz. Und das ergibt, wir kommen aber auf dasselbe Ergebnis. So, und ihr kennt's, also du erkennst jetzt sicherlich schon das Muster dahinter fürs dritte Jahr, nehmen wir den Zinsfaktor hoch 3. Fürs zweite Jahr nehmen wir den Zinsfaktor zum Quadrat oder hoch 2. Fürs erste Jahr hoch 1, was wir hier nicht anschreiben. Und fürs 20. Jahr, also nichts einfacher als das jetzt auszurechnen. Fürs 20. Jahr nehmen wir unser Startkapital, also wir bleiben bei den Angaben von diesem Beispiel, 100 Euro. Mal dem Zinsfaktor von 1, wie wir es besprochen haben, das schaue ich noch nicht so schön an, mal 1,1 und jetzt hoch 20. Hoch 20, weil wir uns das, weil wir unser Sparguthaben für nach 20 Jahren ausrechnen möchten. Und da wirst du auf ein bestimmtes Ergebnis kommen. Das überlasse ich dir jetzt, das auszurechnen und in den Taschenrechner einzugeben. Ja, das war es auch schon fast für dieses Video. Bevor wir ins nächste Video starten, möchte ich noch eine interessante Frage aufwerfen, die wir anhand, also mit Zinseszinsberechnungen auch beantworten können. Zum Beispiel ist es ja sehr interessant zu wissen, und es könnte interessant für dich sein zu wissen, wie lange es dauert, also wie lange dauert es, bis sich mein Geld verdoppelt. Ja? Also wie lange braucht es, wie viele Jahre braucht es, bis meine 100 Euro auf dem Bankkonto auf 200 Euro anwachsen, unter der Berücksichtigung von 10% Zinsen? Oder mathematisch angeschrieben, vielleicht hier der übersichtliche, mathematisch angeschrieben, die 100 Euro, mit denen du in dieses Beispiel startest, unter Berücksichtigung der 10%, die ich dir jährlich anbiete, also mal den Zinsfaktor 1,1, wie wir es besprochen haben, hoch n, also nach wie vielen Jahren ist das Ganze 200 Euro wert? Das ist eine interessante Fragestellung. Wir können das auch noch ein wenig vereinfachen, diese Gleichung. Und zwar ist es 1,1 hoch n ist gleich 200. Ich habe hier einfach beide Seiten durch 100 dividiert. Und jetzt müssen wir aber logarithmieren, wenn wir die Potenz, wenn die Potenzzahl die unbekannte ist und wir uns diese rechnen müssen. Das ist aber nichts anderes, und ich merke gerade, hier habe ich einen Fehler, weil wir haben beide Seiten durch 100 gekürzt, sprich 100 fallen links weg und rechts steht dann nur noch 2. Aber das sozusagen jetzt weiter umgeformt, wir müssen jetzt tatsächlich logarithmieren, um die Potenz zu errechnen. Das ist n ist gleich der Logarithmus von 2 zur Basis 1,1 und das entsprechend in den Taschenrechner eingegeben. Ergibt dann die Jahre, die du dein Geld anlegen müsstest, um 100 Euro zu verdoppeln bei einem Zinssatz von 10%. Wir schauen uns das Ganze aber einfach im nächsten Video an. Dort zeige ich euch, wie versprochen, auch einen sehr einfachen Trick, wie man so komplizierte Berechnungen auch einfach schätzen kann. Also bis zum nächsten Video, bis bald.